Hallo vom Franchise Forum 2013 in Berlin. Bei mir ist Frau Steglich von dem Franchise-System ASL. Hallo Frau Steglich. Hallo, guten Tag. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Gerne. Frau Steglich, für diejenigen, die ASL noch nicht kennen, mal in aller Kürze nochmal das Geschäftskonzept. Das Geschäftskonzept von ASL ist relativ simpel. Wir haben die Lizenz zum Töten von Staub zum Beispiel. Das heißt, wir erbringen haushaltsnahe Dienstleistungen. Und für all diejenigen, die sich nicht so ganz sicher sind, was sind denn haushaltsnahe Dienstleistungen? Klingt so nach steuerlichen Absetzbarkeiten. Ja, natürlich. Vor allem ist es die klassische Hauswirtschaftshilfe. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause. Riesenbügelberg, schmutzige Schuhe ohne Ende, tobende Kinder hinterlassen ihre Hinterlassenschaften. Und dann kommen wir und sie kommen nach Hause, alles ist sauber, die Wäsche ist gebügelt im Schrank, ja, wie die Mainzelmännchen, nur dass wir nicht nachts kommen, sondern am Tage. Ja. Und natürlich auch andere Leistungen, Kinderbetreuung, Tierbetreuung, Seniorenbetreuung, alles im und ums Haus aus einer Hand. Also gar kein Wunder, dass das System jetzt bereits 20 Jahre erfolgreich am Markt ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sie feiern dieses Jahr ein Jubiläum. Wir haben dieses Jahr 20-jähriges Firmenjubiläum, jawohl. Ich habe es in Leipzig vor 20 Jahren gegründet. Damals wollte zwar keiner eine Hauswirtschaftshilfe, das konnte man sich damals noch nicht so recht vorstellen im Osten Deutschlands. Aber Kinderbetreuung, Tierbetreuung, so hat es angefangen. Und nun haben wir 20-jähriges Jubiläum im Sommer, im Juli mit riesengroßem Event. Und aus diesem Grunde haben wir auch unsere Jahrestagung, die war an sich immer im März jeden Jahres anfinden, haben wir dieses Jahr im Juli, damit wir die Franchise-Partner natürlich auch zu unserem Firmenjubiläum mit einbinden, mit ganz vielen Events rund um unsere Firmengeschichte. Jetzt ist das System ja schon recht etabliert. Gibt es denn überhaupt noch freie Stellen für Franchise-Partner bei ASL? Es gibt noch ein paar freie Stellen, ja, in der Tat. Es gibt im Norden noch ein bisschen was, in der Mitte Deutschlands noch ein bisschen was. NRW sind wir sehr stark aufgestellt und auch so ein paar Highlights, große Städte, Berlin, München, Hamburg und so weiter. Aber es gibt dennoch ein paar freie Kapazitäten sozusagen für Leute, die denken oder die sagen, ja, Dienstleistung, das ist mein Ding. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, zum Privathaushalt, zum Kunden nach Hause zu fahren, ihm unsere Leistungen anzubieten und das Problem für den Kunden zu lösen. Der ist bei uns natürlich an der richtigen Stelle und sollte bei uns mal anrufen oder das Kontaktformular ausfüllen. Aber wir sind natürlich auch nicht nur in Deutschland, wir sind auch in Österreich, sind gerade dabei, uns in der Schweiz neu aufzustellen. Und auch da gibt es natürlich noch ein paar freie Punkte, die zu besetzen sind durch ASL. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Weitere Informationen zu ASL finden Sie auch auf dem virtuellen Messestand.